Eines muss man Merkel und Co. lassen. Wenn sie was können, dann ist es, Chaos zu verursachen. Wenn der Staatsfunk von einem, Zitat, holprigen Start des Impfens spricht, dann ist das in Wirklichkeit nichts anderes als ein völliges Desaster. Jedes Kind hätte vorher gewusst, dass die Terminvergabe für Impfungen über die Rufnummer des kassenärztlichen Notdienstes nicht klappen wird. Der war nämlich auch schon vor Corona hoffnungslos überlastet. Jedes Kind hätte gewusst, dass der Transport des Impfstoffs in haushaltsüblichen Kühlboxen mit Bierdosenhalter nicht so optimal ist. In Bayern wurde das trotzdem so gemacht und hunderte Impfdosen mussten weggeworfen werden. Die CSU-Gesundheitsministerin war auch gleich mit weg. In Berlin, da erschienen viele, die zur Impfung angemeldet waren, nicht. Der aufgetaute Impfstoff landete auch da in der Tonne. Hundertjährige hängen über Stunden in Warteschleifen, um dann zu hören, dass kein Impfstoff mehr da ist, weil Merkel angeordnet hat, den nicht direkt, sondern über die EU und einen französischen Zwischenhändler zu bestellen. Wer direkt für das eigene Volk ausreichend Impfstoff beschaffen würde, so lernen wir dieser Tage, wäre ein Impfnationalist. Ganz ehrlich. Schlechter als Merkel, die Minister und die Ministerpräsidenten kann man es gar nicht mehr machen. Immer mehr Deutsche merken wohl erst jetzt, welche Dilettantentruppe sie sich zu Regierenden erkoren haben. Deshalb beleuchten wir das gesamte Impfdesaster heute in unserem Schwerpunkt mit den beiden Bundessprechern der AfD, mit Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Wir schauen mit Götz Frömming, dem bildungspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, auf fehlende Strategien beim Heimunterricht unserer Schüler in Zeiten geschlossener Schulen und gucken uns mit Armin Paul Hampel an, welche außenpolitischen Ereignisse Deutschland im Jahr 2021 beschäftigen werden. Außerdem unser Mann in Brüssel, Nikolaus Fest, kommentiert Ursula von der Leyens unselige Rolle bei Impfstoffbeschaffung und Klimaschutzgeschwafel trotz ständigen Flügen im Privatjet. Und wir sehen uns ein paar Zahlen sehr genau an. Immer weniger Migranten schließen nämlich die Deutschkurse, die ihnen angeboten und von uns allen finanziert werden, mit Erfolg ab. Darüber sprechen wir mit dem AfD-Sozialpolitiker im Deutschen Bundestag, mit René Springer. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenendpodcast der AfD, Ausgabe 1 in 2021. Guten Tag und ein frohes neues Jahr, sagt Detlef Frier. Es reicht, sagen dieser Tage immer mehr Deutsche, nachdem Merkels nicht legitimiertes Corona-Kabinett die nächste Einschränkung unserer Freiheitsrechte verkündet hat. Steigt die Infektionszahl pro 100.000 Einwohner auf über 200, dürfen sich die Bürger nur noch 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Das ist Irrsinn. Das ist völlig willkürlich und sicherlich nicht geeignet, Infektionen zu verhindern. Wer soll wen anstecken, wenn ein Mensch allein mit dem Auto 20 Kilometer fährt? Warum darf der Bewohner eines Kreises mit einer Inzidenz von über 200 seinen Kreis nicht verlassen? Warum dürfen alle aus umliegenden Kreisen mit weniger Infizierten aber genau dahin, um sich anzustecken? Merkel und Co. wissen nicht, was sie tun. Die Zeche zahlen Bürger und Wirtschaft. Aus dem Bundestag, Tobias Weber. Chrupalla, die Bundesregierung hat am 2. November mit einem Shutdown-Light angefangen. Jetzt gehen wir in die vierte Verlängerung oder sind in die vierte Verlängerung gegangen. Was kommt denn als nächstes? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt in der 10. Woche Lockdown, das muss man sich mal vorstellen, also über 2 Monate. Also wirklich die jetzt getroffenen Entscheidungen sind eigentlich auch der Beleg für das Versagen von Bundesregierung und Landesregierung im vergangenen Jahr. Die Bundeskanzlerin, der Gesundheitsminister und die Ministerpräsidenten haben den Bürgern viel versprochen, aber keines ihrer Versprechen bisher eingelöst. Am offenkundigsten ist ja hier wirklich auch das Versagen beim Impfstoff. Ziel war es ja, die Fallzahlen niedrig zu halten und mit dem Impfstoff wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen zu können. Beide Ziele wurden verfehlt. Die Fallzahlen sind hoch, der Impfstoff fehlt. Also der Lockdown bislang hat absolut nichts gebracht, ist absolut wirkungslos. In den sogenannten Hotspots, also da, wo mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen erkannt wurden, dort dürfen sich die Menschen dann nicht mehr weiter als in einem Umkreis von 15 Kilometer bewegen. Macht das Sinn? Ja, es macht keinen Sinn, vor allem die permanente Veränderung auch der Kilometerzahlen jetzt auf ganz Deutschland. Wir hatten ja diesen Lockdown mit diesen 15 Kilometern im Bereich des Wohnraumes schon in Sachsen. Dieses hat nichts gebracht. Die Fallzahlen sind auch dort nicht zurückgegangen. Jetzt wurde nochmal das verschärft, auch was die Begegnung der Haushalte angeht. Also dass nur noch eine Person von dem jeweiligen Haushalt zu Besuch kommen kann. Also mittlerweile sieht ja auch niemand mehr durch. Also was ist, wenn jetzt meine Großeltern mich besuchen wollen? Wer darf jetzt rein? Oma oder Opa?
Also das sind alles Dinge, die versteht niemand mehr und die macht eigentlich auch die Politik insgesamt unglaubwürdig. Nach dem bisherigen Verlauf der Corona-Verbotsorgien dieser Bundesregierung für die Gastronomen, für die Hotellerie, dürfte das ja wohl endgültig zum Knall führen. Denn das Wintergeschäft ist ja in dem Bereich, aber auch natürlich im Einzelhandel komplett gelaufen. Insgesamt, ja, wenn man den ganzen Einzelhandel sieht, auch der HDE, der Handelsverband Deutschland, schlägt ja bereits Alarm. Wir reden hier wirklich von massiven Existenzverlusten. 50.000 Geschäfte stehen auf der Kippe, das sind 250.000 Beschäftigte. Wir haben jetzt schon Arbeitslosenzahlen höher, 500.000 mehr Arbeitslose als im Vergleichsmonat zum Vorjahr. Also wir reden hier nicht nur von finanziellen Einbußen, die sich ja auch, muss man sagen, auf 1,5 bis 3 Milliarden Euro pro Woche beziffern, die dieser Lockdown kostet. Wir reden hier von persönlichen Existenzen und deswegen warne ich davor, dass diese Lockdown-Verlängerung, auch dieser massive Lockdown, mehr Existenzen vernichtet und mehr Schaden anrichtet als Corona selbst. Sie kommen ja nun aus Sachsen. Sachsen ist ja auch ein Gebiet, wo Skigebiete gibt. Wie geht's denn da in Ihrem eigenen Bundesland, wie geht's denn da den Hoteliers in den Skigebieten, wie geht's denn da den Liftbetreibern? Die müssen doch ja eigentlich nur noch Tränen in den Augen haben. Die haben Tränen in den Augen und die wissen ja auch nicht weiter. Die Perspektive fehlt ja auch. Das ist ja auch das, was wir wirklich hier bemängeln, auch von unserer Seite. Wie geht's denn weiter? Was ist, wenn die Fallzahlen Ende Januar immer noch hoch sind? Verlängern wir dann bis Februar? Verlängern wir bis März, April? Wo endet's eigentlich? Oder dann brauchen wir eigentlich nicht mehr verlängern, Ende April oder März, dann ist sowieso Feierabend, was die Wirtschaft angeht, was die Hotellerie und die Gastronomie angeht. Also auch der Einzelhandel ächzt unter diesen Maßnahmen, hat sich vorbereitet in dieser Krise, hat Hygienemaßnahmen errichtet, hat viel Geld teilweise investiert. Eigentlich nur noch ein Wahnsinn. Kanzleramtsminister Helge Braun hat ja vor Weihnachten schon angekündigt, wir können nicht allen helfen. Da ist kein Geld da, so viel haben wir nicht, um das finanzieren zu können. Nun aber ist plötzlich doch wieder Geld da, nämlich für eine millionenschwere Werbekampagne pro Impfen. Also eine ganz krude Gewichtung des Ganzen, oder? Ja, das sind alles solche Maßnahmen, wo man sich fragt, da ist Geld da, da setzt die Bundesregierung einfach die falschen Prioritäten. Das Gleiche ist die Corona-App, über die redet im Übrigen niemand mehr. Hat 65 Millionen Euro gekostet. Für was? Also hier wird Geld rausgepulvert, was eigentlich wirklich den Existenzen gehören würde oder für Maßnahmen, wo man sagt, hier muss man zum Beispiel, wenn man Vorsorge treffen will, in den Altenheimen, in den Krankenhäusern, da wäre Geld oder Personal, was ist ja das Hauptproblem, da wäre Geld und Personal angebracht, da fehlt es für solche PR-Maßnahmen, wo die Bundesregierung gut dasteht, wo sie die Schuld vielleicht auch auf andere schieben kann, da ist Geld vorhanden, da wird Steuergeld verpulvert. Das ist die typische Prioritätenfehlbesetzung der Bundesregierung. Vielen Dank. Tino Chrupalla, Sprecher der AfD. Seine klare Mitteilung ist natürlich, die Bundesregierung bei der Corona-Bekämpfung versagt, bei der Wiedergutmachung für den Schaden passiert nicht wirklich was und auch bei der Impfkampagne total versagen. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Unsinnige Regeln prägen unser Leben und gewähren den ständigen Blick auf das Vollversagen der Bundesregierung. Dazu zählt auch das Impfchaos in Deutschland. Der fulminant geplante Beginn der Impfungen gerät zum völligen Desaster. Telefonhotlines brechen zusammen und ein unausgegorenes Prozedere führt dazu, dass massenhaft Impfdosen weggeworfen werden müssen. Im Internet kann sich nämlich jeder zur Impfung anmelden. Ob er berechtigt ist, wird erst im Impfzentrum geklärt. Ist er es nicht, wird der aufgetaute Impfstoff oft vernichtet. Und das, obwohl überall Impfstoff fehlt. Mehrere tausend Impfungen könnte jedes Impfzentrum am Tag verabreichen. Für nur ein paar hundert reicht der Impfstoff. Wer ist schuld? Der schwarze Peter geht reihum. Merkel, Spahn, keiner will's gewesen sein. AfD-Bundessprecher und EU-Parlamentarier Jörg Meuthen, Frage an Sie. Wer hat's denn verbockt? Ja, Sie kennen das. Der Erfolg hat immer viele Väter, beim Misserfolg will es niemand gewesen sein. Aber hier hat es auch viele Väter, vor allen Dingen hat eine Mutter und die heißt Merkel. Die hat sicherlich die Hauptschuld und zwar dadurch, dass sie ihrer Führungsverantwortung nicht gerecht wurde, sondern im Frühsommer das Ganze nach Brüssel delegiert hat, angeblich um es zu beschleunigen. Das ist in der Tat eine Irrsinnsidee. Also das ist ungefähr so, als bringe ich einen Bobbycar auf die Formel-1-Strecke, um Formel-1-Rennen zu gewinnen. Eine langsamere Variante, als es nach Brüssel zu delegieren, gibt es gar nicht. Abgesehen davon ist es natürlich eine Verweigerung eigener Führungswahrnehmung, eigener Führungsverantwortung, das abzugeben. Daneben gibt es dann auch viele kleine Verantwortliche für Dinge, die schiefgehen. Ich habe gestern gelesen, in Bayern haben die zwischengelagert Impfstoffe in Campingkühlboxen mit der logischen Konsequenz, da das ja sehr, sehr
tief runtergekühlt werden muss, was in der Campingkühlbox logischerweise nicht geht, dass der komplette Impfstoff zerstört wurde. Also da gibt es ziemlich viel, was schief geht. Aber die zentrale Verantwortung dafür trägt eindeutig die Kanzlerin. Die Beschaffung von Impfstoff wurde also an die EU abgegeben, an die Brüsseler Kommission unter Präsidentin von der Leyen. Ist da unser Ansinnen dann einfach irgendwo in der Bürokratie stecken geblieben oder woran hat es gelegen, dass so wenige Impfdosen in Deutschland aktuell ankommen? Naja, es lag wie immer am Kleinmut der EU, hier speziell der Kommission. Und natürlich auch an einem unglaublich schwerfälligen bürokratischen Apparat. Ich arbeite da und kann das aus der Nähe sicherlich besser beurteilen als manch anderer. Die arbeiten alles andere als effizient. Das ist da einfach nicht bekannt. Effizienz ist ja nicht bekannt. Wenn der Impfstoff die große Hoffnung in der Pandemie ist, darüber gibt es ja unterschiedliche Meinungen, aber das ist hier jetzt gar nicht unser Thema. Aber wenn die sagen, das ist unsere große Hoffnung, dann hätte man natürlich auch anders vorgehen müssen, umfassender. Dann hätte man im Grunde genommen die volle Dosis für die Bevölkerung der EU bestellen müssen bei allen Anbietern. Das ist mal ausgerechnet worden, das hätte etwa 7 Milliarden Euro gekostet. Nur 7 Milliarden, also zusätzlich zu dem, was jetzt ausgegeben wird. Das ist kein Pappenstiel, aber angesichts der ungeheuren Volumina, die wir jetzt durch die Krise, denken Sie nur allein an die Arbeitslosigkeit, an die Kurzarbeit, an die Unternehmen, die kaputt gehen, was da an Milliarden drauf geht, dagegen sind 7 Milliarden vergleichsweise wenig. Man hätte bei allen potenziellen Anbietern die volle Dosis bestellen müssen, dann hätte man jetzt keine Engpässe. Also nochmal ganz konkret, Deutschland hätte Millionen Impfdosen auch jetzt schon haben können. Von der Leyen hat die nicht haben wollen. Ist das anders als mit völliger Inkompetenz zu erklären? Nee, das ist bei Frau von der Leyen mit Inkompetenz sehr gut erklärbar. Ich sage immer, die Frau ist die Inkarnation der Inkompetenz. Das hat sie ja nun auch in nationalstaatlichen Ämtern exemplarisch als Bundesverteidigungsministerin hinlänglich bewiesen. Das ist kein kompetentes Arbeiten, aber sie ist eben eine sehr spezielle Freundin der Kanzlerin und offensichtlich hat sie das auch eingefordert. Ich weiß auch warum, weil Frau von der Leyen versucht, die EU-Kommission voranzubringen und ihre Arbeit für die EU-Kommission in ein besonders helles Licht zu tauchen. Da wird nicht gefragt, auf welcher Stufe das richtig ist, und dann wird das eben nach Brüssel delegiert. Das ist ein Deal zwischen Merkel und von der Leyen und der ist eindeutig zum Schaden der Menschen unseres Landes. Für die, die sagen, Deutschland hätte sich den Impfstoff selber besorgen sollen, dann hätte das vielleicht geklappt und für alle gereicht. Für die haben Altparteien und Mainstream-Medien gleich das neueste Framing parat. Das sind dann Impfnationalisten. Was halten Sie von dieser Stigmatisierung? Das ist ein besonders blödsinniges Framing. Impfnationalisten. Herr Jeh, nochmal, es gibt einen Amtseid der Kanzlerin. Und es gibt Amtseide der Minister und die sind zuvorderst dem Wohl der eigenen Bevölkerung verpflichtet. Ja, was denn sonst? Und demzufolge müssen wir erstmal dafür sorgen, dass unsere Leute hier versorgt werden. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, dass wir hier einen Impfstoff haben, der absehbar schon im Juni, sah das schon gut aus bei BioNTech, der aus Deutschland kommt, der hier die Menschen hätte auch versorgen können. Und dann wird zum Beispiel in den USA die gesamte Bevölkerung, eigentlich die gesamte Bevölkerung, aber unglaubliche Mengen an Impfstoffen von BioNTech in die USA geliefert. Und hier fehlt es, mit Verlaub, da muss man sagen, da haben die USA es da richtig gemacht und wir falsch. Sie haben es ja in dieser Woche bereits sehr treffend auf den Punkt gebracht und von einer, ich zitiere, Führungslosigkeit, Verantwortungsflucht und Inkompetenz von Merkel, Spahn und von der Leyen gesprochen. Und Sie haben einen Untersuchungsausschuss gefordert. Wie sehen Sie die Chancen, dass dieses Komplettversagen wirklich aufgeklärt wird? Ich glaube schon, dass das aufgeklärt wird. Das ist nur eine Frage, wie lange das dauert. Das hilft uns in der akuten Situation relativ wenig. Also wir arbeiten im Moment daran, das in Brüssel in die Gremien zu bringen. Das habe ich gerade gestern angeleiert. Ich komme gerade aus Brüssel. Absehbar werden wir damit wegen fehlender Mehrheiten nicht durchkommen. In Berlin könnte das schon eher gelingen im U-Ausschuss. Das hängt natürlich auch von den übrigen Parteien ab, ob da die Mehrheiten zustande kommen. Das ist auch wichtig, sehr wichtig sogar. Hilft aber natürlich in der jetzigen Situation eher nichts. Dennoch muss natürlich ein solches Führungsversagen aufgearbeitet werden. Und diese Aufarbeitung wird eine ziemlich interessante Angelegenheit werden. Sagt Jörg Meuthen, EU-Parlamentarier und Bundessprecher der AfD in 7 Tage Deutschland. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Auf bald. Auf bald. Tschüss.
Integrationskurse verursachen Millionenkosten. Ihre Sinnhaftigkeit steht schon seit langem auf dem Prüfstand. Warum soll jemand integriert werden, der in Deutschland Asyl sucht? Asyl heißt Schutz auf Zeit. Ist der Asylgrund weg, reist, so sollte es zumindest sein, der Asylsuchende wieder aus. Doch die Altparteien integrieren auf Teufel komm raus. Mit höchst zweifelhaften Erfolgen. Nur wenige Migranten absolvieren beispielsweise die Sprachkurse erfolgreich. Und die anderen? Da liegt es unter anderem daran, dass zum Beispiel mitten im Unterricht gen Mekka gebetet wird. Wir haken gleich nach beim sozialpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer. Nach den Nachrichten aus den Ländern, jetzt in 7 Tage Deutschland. Hessen. Lockdown-Maßnahmen sind der Sargnagel des Beschäftigungsaufschwungs. Die Bundesagentur für Arbeit hat die Arbeitsmarktzahlen für Dezember veröffentlicht. Der Leiter der hessischen Regionaldirektion stellte fest, jeder weitere Tag des Lockdowns verringere die Chancen auf eine baldige Erholung des Arbeitsmarktes. Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, Andreas Lichert, sagte, die goldene Ära am deutschen Arbeitsmarkt sei vorbei und die Lockdown-Maßnahmen seien der Sargnagel des Beschäftigungsaufschwungs. Lichert am 7-Tage-Deutschland-Mikrofon. Die heutigen Zahlen der Arbeitsagentur geben einen kleinen Vorgeschmack auf die nächsten Monate und sicherlich auch Jahre. Die Arbeitslosenquote 2020 stieg im Vergleich zum Durchschnitt des Vorjahres 2019 um 23%. Hunderttausende weitere Arbeitnehmer sind derzeit nur dank Kurzarbeit noch nicht in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Arbeitsagenturchef Martin spricht von großen Herausforderungen und warnt vor der Insolvenzwelle, die im Frühjahr auf uns zurollt. Die Lockdown-Maßnahmen richten enormen Schaden an und bringen offensichtlich im Kampf gegen Corona kaum Erfolg. Sie müssen schnellstmöglich beendet werden. Die beste Strategie gegen das Virus ist es, die Risikogruppen zu schützen, den großen Rest aber nicht in Arbeitslosigkeit und finanziellen Ruin zu treiben. Hamburg. AfD-Fraktion fordert Rückkehr des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf den Rathausmarkt. Anlässlich des Jahrestags der Reichsgründung vor 150 Jahren sollte das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zurück an seinen ursprünglichen Ort auf dem Rathausmarkt gestellt werden. Das fordert die AfD-Fraktion Hamburg. Zu Ehren des 1888 verstorbenen Kaisers Wilhelm I. wurde 1903 das Reiterdenkmal auf dem Rathausmarkt enthüllt. Um 1930 wurde das Denkmal auch aus verkehrstechnischen Gründen entfernt. Dazu der Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Hamburg, Alexander Wolf. Die Geburtsstunde des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 sei eine wichtige Wegmarke für das deutsche Volk. Die deutsche Nation bekam endlich einen lang ersehnten Nationalstaat. Wolf weiter, holen wir Kaiser Wilhelm I. auf den Rathausmarkt zurück und erinnern so zentral an einen positiven Moment der deutschen Geschichte. Bayern, Verlängerung des Lockdowns mit verheerenden Folgen für das Bildungssystem. Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben entschieden, den bisherigen Lockdown zunächst bis zum 31. Januar zu verlängern und zu verschärfen. Insbesondere sollen die Schulen und Kitas weiterhin geschlossen bleiben. Schon jetzt deutet der bayerische Ministerpräsident Söder an, auch die Möglichkeit einer über Januar hinausgehenden Verlängerung des Lockdowns zu prüfen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Markus Beierbach, sagte gegenüber 7 Tage Deutschland. Auch wenn zahlreiche Studien nachgewiesen haben, dass von den jungen Menschen keine entscheidende Infektionsgefahr ausgeht, wollen Söder und Merkel davon nichts hören und schicken alle Schüler in die soziale und pädagogische Isolation. Die Kollateralschäden dieser unverhältnismäßigen und wissenschaftlich nicht zu rechtfertigenden Maßnahmen werden für alle Beteiligten enorm sein. Langfristige negative Folgen für das soziale Lernen, für die Persönlichkeitsentwicklung sind mit großer Sicherheit zu erwarten. Seit fast einem Jahr, und wer weiß wie lange noch, werden die Schülerinnen und Schüler nun in einem Ausnahmezustand gehalten. Bei den Grundschülern ist das ein Viertel ihrer bisherigen Schullaufbahn. Als AfD fordern wir, im Einklang mit den Wünschen von Lehrern und Eltern, die schnellstmögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht. Denn nur dieser ist pädagogisch zielführend und das sine qua non für die Bildung. Ein Wechselunterricht kann nur als kurzfristige Übergangslösung angesehen werden. Sachsen. AfD fordert auch dort die sofortige Öffnung aller Kitas und Grundschulen. CDU-Ministerpräsident Kretschmer hält eine Verlängerung des Lockdowns in Sachsen bis mindestens Ende Januar für unvermeidbar.
Jörg Urban, der AfD-Fraktionsvorsitzende, sagte, es sei unverantwortlich, ein ganzes Land und seine Wirtschaft dauerhaft in ein künstliches Koma zu versetzen. Die AfD fordert die sofortige Öffnung aller Kitas und Grundschulen. Kinder bräuchten die soziale und pädagogische Betreuung und ihre Eltern könnten nicht monatelang auf Arbeit fehlen. Zudem hätten Untersuchungen der Staatsregierung ergeben, dass kleine Kinder das Virus kaum übertragen. Für Erzieher in Kitas seien die Schnelltests kostenfrei zur Verfügung zu stellen, so Jörg Urban. Der totale Lockdown ist das Ergebnis einer Serie von Fehlern der Staatsregierung, meint die AfD. Die vielen Corona-Toten in Sachsen stammten vor allem aus Altenheimen. Hier habe die CDU-Regierung massiv versagt. Thüringen, politische Fehlsteuerung bei ambulanter medizinischer Versorgung beheben. Der Ärztemangel wird immer dramatischer. Frei werdende Stellen können nicht besetzt werden. Bei den Hausärzten gibt es aktuell 42 offene Stellen. Auch bei der fachärztlichen Versorgung zeichnet sich eine Unterversorgung ab. Es fehlt an Augenärzten, Nervenärzten und Psychotherapeuten. Dr. Wolfgang Lauerwald, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, erklärte, die Altparteien hätten jahrzehntelang versäumt, durch geeignete politische Steuerungsmechanismen eine vorausschauende Nachwuchsförderung zu betreiben. Solange 49% aller Medizinstudenten nach Abschluss ihres Studiums Thüringen wieder verlassen, läuft etwas gewaltig schief, so Lauerwald wörtlich. Er fordert attraktive Förderprogramme zur Praxisübernahme, gerade im ländlichen Raum, familienfreundliche Rahmenbedingungen und eine angemessene und faire Vergütung der erbrachten medizinischen Leistungen. Und soweit unsere Nachrichten aus den deutschen Ländern für heute. 7 Tage Deutschland hier. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Das ist ja ein ordentlicher Posten im Haushalt. 5 Milliarden Euro hat die Regierung in den vergangenen 10 Jahren für Sprachkurse für Migranten ausgegeben. Was die bringen, ist allerdings mehr als umstritten. Denn gerade erst musste die Merkel-GroKo zugeben, dass immer weniger Migranten die Kurse erfolgreich abschließen. Nicht ganz freiwillig wurde das zugegeben. Erst als René Springer, der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, nachbohrte, kamen diese Zahlen auf den Tisch. René Springer ist jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag. Ja, ich grüße Sie, Herr Frier. Herr Springer, wie sehen die Zahlen genau aus und wie haben die sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Ja, wir können feststellen, dass im Jahr 2020 rund 40% der Teilnehmer an der Sprachprüfung mit dem Sprachniveau B1 dieses Kursziel nicht erreicht haben. Das ist also das definierte, das gesetzlich definierte Ziel, das man in einem Integrationskurs schaffen soll, um den Integrationskurs zu bestehen. 2015 waren es noch 27%, die dieses Ziel nicht erreicht haben. Wir sehen einen kontinuierlichen Anstieg seit 2015, seit dem, ja, letztlich der Folgen der ungesteuerten Zuwanderung der merkelschen Politik. Sind denn diese Kurse und die abschließenden Tests, sind die wirklich so schwer oder sehen Sie andere Gründe für diese doch sehr hohe Durchfallquote? Na, es gibt ja einen Referenzrahmen für die Sprachniveaus und dieser Referenzrahmen, der verändert sich ja nicht. Und wenn man feststellt, dass im Jahr 2015 27% durchgefallen sind durch diesen Kurs und mit 2020 dann 40%, dann kann man das eben nicht auf den Kurs schieben und auch sicherlich nicht auf den Unterricht, sondern man muss die Ursache bei denen suchen, die an diesen Kursen teilnehmen. Und die Bundesregierung selbst sagt ja, dass sich die Teilnehmerstruktur verändert hat. Was heißt das, wenn man die Klausulierung mal nüchtern betrachtet, heißt das, es kommen Menschen aus Kulturräumen zu uns, in denen ja das Bildungsniveau ein ganz anderes als bei uns, Lernerfahrungen ganz andere sind als bei uns. Es kommen Menschen zu uns, die überhaupt nicht lesen und schreiben können. Das sagt selbst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Kann auch jeder online nachlesen. Erst kürzlich schrieb das BAMF, dass jeder Sechste, der zu uns kommt, im Grunde nicht lesen und schreiben kann. Und hier dort dieses Sprachniveau B1 dann zu erreichen, das ist eine Aufgabe, die Bescheid hat halt immer häufiger. Sie haben es eben selber schon angesprochen, die Bundesregierung musste ja auf Ihre Fragen einräumen, dass gerade seit der von Merkel initiierten Massenzuwanderung 2015, 2016 vor allem Menschen mit, Zitat, geringerer Vorbildung und großer kultureller und linguistischer Distanz an diesen Kursen teilgenommen hätten. Interpretieren Sie das für uns? Das heißt konkret, der eine Teil will nicht und der andere kann nicht?
Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Ich sagte ja schon, dass die Herkunft einer Person auch Auskunft darüber gibt, wie erfolgreich jemand ist, eine Sprache zu erlernen oder generell Bildungsangebote anzunehmen. Ich will hier mal, weil ich auch interessante Zuschriften bekommen habe nach der Berichterstattung, einfach mal zitieren aus einem Schreiben einer Integrationskurslehrerin, die im Übrigen selbst Migrationshintergrund hat. Und sie schreibt, der Bildungsgrad der Teilnehmer besteht zu 80% aus bildungsfernen und lernungewohnten Menschen ohne beruflichen oder Schulabschluss und nur zu 20% aus Lernerfahrenen, also Menschen, die aus ihrer Lebenszeit in anderen Staaten Berufserfahrung und Bildungserfahrung mitgebracht haben. Das sagt ja im Grunde alles aus. Es sagt nämlich, dass die Art und Weise der Zuwanderung, wie sie in Deutschland gesteuert wird, denn im Grunde kann man ja auch gar nicht von Steuerung reden, dazu führt, dass wir hier eine Aufgabe zu bewältigen haben, die im Grunde nicht lösbar ist. Nämlich Menschen in ein Bildungs- und Arbeitsmarktsystem zu integrieren, wo sie die denkbar schlechtesten Voraussetzungen mitbringen. Das kostet ja nun alles ordentlich Steuergeld. Jeder von uns finanziert das Angebot mit. Wie würde denn eine regierende AfD damit umgehen? Würden Sie es abschaffen oder hätten Sie da ein ganz anderes Konzept in der Schublade? Man muss auf mehreren Ebenen versuchen, das Problem zu lösen. Das erste ist, Migration muss gesteuert werden. Das, was wir seit den Jahren 2015 und eigentlich auch schon 2014 erleben, nämlich eine völlig ungesteuerte Zuwanderung, das muss ein Ende haben. Wir werden die migrationspolitischen Problemlagen Afrikas und Asiens nicht in Deutschland lösen können. Das dürfte inzwischen jedem klar sein. Man muss daran arbeiten, heimatnah sichere Häfen zu schaffen, dass sich Menschen nicht auf den Weg zu uns machen, die uns am Ende zu einer gesellschaftlichen Last werden, die nicht zu bewältigen ist und die eine Gesellschaft eben auch spaltet. Das heißt also Steuerung der Migration als erster Schritt. Dass wir beispielsweise wie in Kanada sagen, politisch Verfolgte nehmen wir auf, aber dann eben auch mit einer klar definierten Obergrenze. Eine Obergrenze, die auch in einem Parlament breit debattiert wird, dann festgelegt wird und man sagt, das ist etwas, was wir noch verkraften können und alles darüber hinaus müssen wir irgendwie anders lösen. Und das wäre ein Ansatz, das würde dann auch die Zahl der politisch Verfolgten beispielsweise deutlich reduzieren und dann hätte man auch nicht so eine hohe Belastung, wie wir sie jetzt stellenweise haben bei den Integrationskursträgern, wo die Klassen zwischen 25 und 37 Personen stark sind. Das wäre selbst schon in Klassen mit deutschen Schülern ein Problem für einen Lehrer, das zu beherrschen. Und man muss auch anfangen zu sanktionieren. Es wird jetzt auf Sanktionen im Grunde völlig verzichtet. Und dann zitiere ich doch mal gerne nochmal aus dem Schreiben, das ich bekommen habe von dieser Integrationskurslehrerin. Sie berichtet dort über unpassendes Verhalten während des Unterrichts und schreibt, um 12 Uhr ziehen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Ecke des Klassenraumes zurück und fangen an, einzeln oder in der Gruppe zu beten. Wenn man sie darauf anspricht, bitte das zu unterlassen oder in die Pausenzeit zu verschieben, antworten sie, beten ist wichtiger als Deutsch lernen. Wie gesagt, das denke ich mir nicht aus. Das ist ein Schreiben, das vor mir liegt, das ich bekommen habe. Und das eben die Situation beschreibt. Und da muss es Sanktionen geben. Sowas darf nicht durchgehen. Und hinzu kommt, dass es auch nicht sein kann, dass diese Integrationskurse und Sprachkurse kostenfrei angeboten werden. Wir sind der Meinung, es sollte eine anteilige Finanzierung durch die Kursteilnehmer geben, weil das eben auch den Wert eines Kurses dann widerspiegelt. Etwas, das man geschenkt bekommt, wird eben anders gewertschätzt als etwas, wofür man bereit ist, etwas zu leisten. Sagt René Springer, sozialpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast aus Berlin. Herr Springer, herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank, Herr Frier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein neues Jahr, ein neuer Podcast, Ausgabe Nummer 1 von 7 Tage Deutschland in 2021. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Ein großer außenpolitischer Erfolg der AfD im vergangenen Jahr war der Besuch von Bundessprecher Tino Chrupalla im Kreml bei Russlands Außenminister Lavrov. Mit dabei war auch der Außenpolitik-Experte unserer Bundestagsfraktion Armin Paul Hampel. Mit ihm hat AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber zum Beginn des neuen Jahres
über die außenpolitischen Höhepunkte von 2021 gesprochen. Herr Hampel, gesundes neues Jahr und da sind wir jetzt auch schon wieder mittendrin in diesem neuen Jahr. Was erwartet denn Deutschland außenpolitisch in diesem 2021? Naja, wir haben erstmal, ich würde nicht sagen einen Scherbenhaufen, aber doch einen ziemlichen Scherbensalat wieder zusammenzusetzen. Sie können sich erinnern, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gab es einen heftigen Disput im UN-Sicherheitsrat, den wir ja jetzt nach 2 Jahren verlassen müssen. Und das, was uns Russen und Chinesen da mitgegeben haben, nach dem Motto, sie werden uns hier nicht fehlen, das ist schon starker Tobak. Und wenn die Chinesen noch hinterher schieben, Deutschland hat die Erwartungen der Weltgemeinschaft im Sicherheitsrat nicht erfüllt, das sind ja keine kleinen Länder, sondern das sind Weltmächte. Und wenn man diplomatisch ein solches Zeugnis ausgestellt bekommt, dann müsste an sich die Nachdenklichkeit einsetzen. Dann schauen wir über den großen Teich. In den USA wird ja Joe Biden in sein Amt in wenigen Tagen eingeführt. Biden wird ja hier in Deutschland so ein bisschen wie so ein Heiland gefeiert. Wenn der Biden an der Macht ist in Amerika, dann wird wieder alles gut. Glauben Sie, dass das Verhältnis Deutschland-USA sich nun ganz schnell wieder normalisiert, weil auch Joe Biden ist ein Pazifiker? Also es ist vor allen Dingen eins, Joe Biden ist auch erstmal der Präsident der Vereinigten Staaten dann. Und er handelt im amerikanischen Interesse. Wir haben das Streitthema Nord Stream 2, für uns Deutsche ganz wichtig. Schon die Obama-Administration hat diesen Deal mit Russland nicht gewünscht und nicht positiv gesehen. Trump, wissen wir, dass er massiv dagegen war. Das wird unter Joe Biden nicht anders sein. Und ich ahne mal, dass wir auch von der zukünftigen US-Regierung die Forderung nach Erreichung des 2%-Ziels, nämlich 2% des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung auszugeben und Verteidigung, dass wir das machen müssen. So, das wird die Erwartungshaltung in Washington sein. Egal, ob da ein Trump, ein Biden oder irgendein anderer sitzt. Sie handeln, und das ist auch gut so, im amerikanischen Interesse. Für Amerika gut so, für uns nicht. Ganz spannend natürlich dann auch die deutschen Auslandseinsätze. Wir beide waren ja mehrfach als Reporter unter anderem in Afghanistan eingesetzt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben uns 2009 in Kunduz beim Besuch des Vier-Sterne-Generals der USA, David Petraeus, getroffen. Der damalige deutsche Verbindungsoffizier im Kanzleramt hieß übrigens Georg Pastarski, der heutige Berliner AfD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus. Und die Bundeswehr wird vermutlich in diesem Jahr, wird die Bundeswehr abziehen oder zieht sie nicht ab aus Afghanistan? Die spannende Frage. Wir waren ja gerade bei Amerika, das hängt von den Amerikanern ab. So, wenn die Amerikaner gehen, müssen wir auch gehen, weil wir gar nicht die Logistik haben, um die Truppen dort selbstständig und eigenständig zu unterhalten und auszustatten. Also es hängt von den Amerikanern ab. Die Entscheidung der beiden Regierung, stocken sie jetzt wieder auf, wird weiter abgezogen. 2.500 Mann wollen die Amerikaner in Afghanistan belassen. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja in der letzten Sitzungswoche im Dezember den UN-Generalsekretär Guterres hier im Bundestag. So, Guterres war mal der UN Special Envoy to Afghanistan. So, da höre ich auch aus den Vereinten Nationen nichts mehr. Guterres weiß natürlich, dass das ein Unterfangen ist, was wir nicht gewinnen können. So, er ist ein kluger Mann. Und dann ahne ich mal, wird er sich ein bisschen hinter den Amerikanern verstecken und dann alles absegnen, wie die Amerikaner sich entscheiden und wie wir dann auch weiter in den Vereinten Nationen agieren. Deutschland selber ist von den Amerikanern abhängig. Ich habe schon von Anfang an gesagt, diese Mission war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir hätten von den Russen lernen können, wer so viel militärische Macht am Hindukusch konzentriert hat und verloren hat. Das sollte uns doch zu denken geben oder hätte uns gleich von Anfang an zu denken geben müssen. Wir haben an sich alles falsch gemacht am Hindukusch, was man falsch machen kann. Und wir haben, und das ist dann die ernste Endung meines Kommentars hierzu, wir haben über 60 Soldaten und Zivilisten in Afghanistan verloren. Wir haben einen hohen Preis gezahlt. Wofür? Das muss die Bundeskanzlerin beantworten. Sie haben es gerade schon erwähnt, von den Russen lernen kann dann auch tatsächlich bei Siegen lernen heißen, beziehungsweise nicht erst große Fehler machen. Zum Schluss kommen wir natürlich zum Verhältnis Deutschland-Russland. Da hat ja die AfD-Bundestagsfraktion als größte Oppositionspartei im Bundestag den Gesprächsfaden nach Moskau wieder aufgenommen. Sie waren ja gerade erst im Dezember da. Geht Nord Stream 2 in diesem Jahr ans Netz?
Also ich hoffe es auf jeden Fall. Nord Stream 2 ist unser allerwichtigstes Projekt, aber es geht ja weit darüber hinaus. Ich habe einen russischen Außenminister erlebt, dem ich seine Ernsthaftigkeit und seine Aufrichtigkeit abnehme. Wenn wir unser Verhältnis zu Russland nicht schnellstmöglich wieder in eine gesunde Richtung lenken, wenn wir vor allen Dingen eins befolgen, was wir mal erfolgreich als Deutsche im internationalen Konzert nämlich mitgemacht haben, das war bei der KSZE. Da hat man sich auf die Formel verständigt. Das war ja ein langer Prozess, das war ja nicht eine Konferenz, sondern ein langer Prozess über viele Jahre, der das KSZE-Format entwickelt hat. Da haben wir uns darauf festgelegt, kein Land mischt sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes ein. Da sind wir gut beraten, dieser Devise zu folgen. Hinzu kommt, ob es sich um die Ukraine, Weißrussland, Bergkarabach oder andere Regionen handelt, Syrien. Die Deutschen haben gar nicht die Instrumente, dort mitzuwirken. Wir haben nicht die Einflussmöglichkeiten. Und wenn man das nicht hat, dann soll man sich nicht als Spieler aufspielen, der dann nicht ernst genommen wird. Wir Deutschen drohen aber noch eine weitere Funktion zu verlieren. Und das war gegenüber Russland schon in Zeiten des Kalten Krieges wichtig. Wir Deutschen sind international immer noch respektiert und angesehen. Vor allem in einer Rolle als Vermittler. Ich könnte jetzt den alten Bismarck zitieren, wir wollen die ehrlichen Makler sein, eine gute Rolle für Deutschland. Wenn wir uns einseitig positionieren in den unterschiedlichen Krisenfragen, dann verliert Deutschland auch diese Rolle noch als Vermittler. Und dann sind die Deutschen, in der Tat ist die Bundesrepublik diplomatisch, nur noch am Katzentisch des großen Konzerts. Vielen Dank. Armin Paulus Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag, 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. 7 Tage Deutschland. Aus Berlin hören Sie den wöchentlichen Wochenendpodcast der AfD. Ein Name fällt häufig dieser Tage: von der Leyen. Sie trägt große Verantwortung für das Impfdesaster und sie ist gerade mal wieder richtig unangenehm aufgefallen, weil sie auf der einen Seite ihren Green Deal propagiert, eine Klimaneutralität der EU, auf der anderen Seite aber am liebsten im teuren Privatjet durch die Zeitgeschichte düst. Ach, die Uschi. Der Kommentar in dieser Woche vom AfD-EU-Politiker Nikolaus Fest. Nehmen wir es von der guten Seite. Selbst in Zeiten großer Unsicherheit gibt es eine Konstante. Die Skandale um Ursula von der Leyen reißen nicht ab. Als Verteidigungsministerin vergab sie rechtswidrig Aufträge in dreistelliger Millionenhöhe an Beraterfirmen. Dabei auch an eine, bei der ihr Sohn arbeitet. Der soll dann eine hochdotierte Position in San Francisco bekommen haben. Zufälle gibt's. Nun ist sie EU-Kommissionspräsidentin und auch da sorgt sie für einen Skandal nach dem nächsten. Bei der Impfstoffbesorgung führte sie die Verhandlungen mit dem deutsch-amerikanischen Duo BioNTech und Pfizer so hinhaltend, dass andere Länder zugreifen konnten. Laut Focus bevorzugte von der Leyen die französische Konkurrenz, deren Vakzin aber noch gar keine Zulassung hat. Das sei ein Wunsch von Präsident Macron gewesen. Industriepolitik sowie Freundalwirtschaft mit den Franzosen waren für von der Leyen offensichtlich wichtiger als Menschenleben. Wasser predigen, Wein saufen. Auch das ist von der Leyen. Für sie ist nach eigenen Worten die Klimarettung das wichtigste Ziel ihrer Politik. Deshalb zahlen alle deutlich mehr an der Tankstelle. Deshalb werden derzeit viele Industriejobs in Nicht-EU-Länder verlagert. Denn die EU soll klimaneutral werden. Wohlgemerkt, die EU. Nicht von der Leyen. Die nimmt selbst gerne Privatjets. Letztes Jahr bei der Hälfte aller ihrer Flüge. Und die Tankrechnung ihrer diversen Dienstwagen zahlt sie glücklicherweise auch nicht. Ach, die Ursel. Immer das große Wort, aber nichts dahinter. Bei ihrer State of the Union-Rede beschwor sie die europäischen Werte, also Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Ob das klug war, sei dahingestellt. Aber wenn man es macht, dann dürfen das nicht nur Sonntagsreden sein. Doch zu Erdogan und den Zuständen in der Türkei von der Leyen kein Wort zu Julian Assange und als es um das neue Investitionsschutzabkommen mit China ging, war von ihr auch nichts zu hören. Vermutlich sind dann Menschenrechte doch nicht mehr so wichtig. Oder Ursula saß gerade im Privatflieger und konnte nicht telefonieren. Oder sie machte gerade Freundalpolitik mit Macron. Das ist nicht wirklich rechtsstaatlich, eher korrupt. Aber auch verständlich. Bei so vielen Aufgaben können die eigenen Maßstäbe, ob Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit, schon mal aus den Augen geraten. Seien wir also sicher, der nächste Skandal kommt bestimmt.
Nikolaus Fest kommentierte in 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD. Und dann war da in dieser Woche noch dieser Angriff auf unsere Lebensart zu verzeichnen. Eine seltsame Gruppe namens Neue Deutsche Medienmacher ist der Meinung, das Volk umerziehen zu müssen. Über die Wetterkarte. Das ginge ja nun gar nicht, dass eine deutsche Nation sich an Hochjürgen oder Tiefmarion orientiert. Divers müsste das Wetter werden und migrantisch. Und so haben die angeblichen Medienmacher die Patenschaft für 14 Hochs und Tiefs übernommen. Deutschlands Wetter wird nun also bestimmt von Tief Ahmed. Es folgen dann noch Bartosch und Kemal. Und die selbsternannten Umerzieher gehen noch weiter. Sie wollen auch in die Fernsehnachrichten eingreifen. Egal welches Thema, es dürften, so meinen die, nicht mehr so viele weiße Menschen gezeigt werden. Mehr Nicht-Weiße, wohl notfalls über bezahlte Statisten, sollten die Mattscheibe prägen. Uns ist brisantes Material aus Hamburg zugespielt worden. Offenbar arbeitet man bei ARD aktuell, den Schöpfern der Tagesschau, schon an entsprechenden Änderungen. Hören Sie mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das brechen wir an dem Punkt einfach mal ab. Sie alle wissen aber, was zu tun ist, damit es dazu nicht kommt. Ein Kreuz bei der AfD ist das einzige Mittel, um der Islamisierung Einhalt zu gebieten. Bei der Bundestagswahl und allen Landtagswahlen in diesem neuen Jahr 2021. Deswegen empfehlen Sie uns weiter und denken Sie bitte darüber nach, uns zu unterstützen. Gern mit einer Spende oder fast noch lieber als Mitglied der AfD. Um die Mammutaufgabe dieses Superwahljahres zu stemmen, brauchen wir wirklich viele helfende Hände. Wie auch Sie Mitglied werden können, das steht im Netz auf afd.de/mitwirken. Natürlich haben wir auch 2021 immer ein offenes Ohr für Ihre Rückmeldung und Anregung. Am besten als WhatsApp-Sprachnachricht an die 030 439 70765. Da sind über die Feiertage und den Jahreswechsel so viele gute Wünsche für uns eingegangen, dass ich mich hier nur für all Ihre Unterstützung ganz herzlich bedanken kann. Nutzen Sie die Nummer weiter. Ihre Themen sind unsere Themen. 030 439 70765. Ich bin Detlef Frier im AfD-Hauptstadtstudio. Ich danke Ihnen fürs Zuhören heute und bis in 7 Tagen dann. Tschüss.